Edmund Jenichen ist Betriebsratsvorsitzender von Seipro Optics. Wir haben im Jahr 2007 den Betriebsrat gemeinsam gegründet, nach der Ausgründung des Unternehmens aus der Carl Zeiss GmbH. Mit einem Erstteilverkauf an ein amerikanisches Unternehmen, dann vollständigen Verkauf. Das Unternehmen war ein Entwicklungsbereich, es ist übrig geblieben, ein Entwicklungsbereich digitale Projektion, also der Beamer hier oben, das Objektiv könnte aus Jena stammen. Muss nicht, aber könnte. Und als Zeiss den Geschäftsbereich schließen wollte, fand sich zum Glück für uns ein Käufer, der unseren Job gesichert hat. Und dann war es natürlich für mich auch als Betriebsrat eine sehr schwierige Situation wegen Anspruch und Wirklichkeit. Ich war also auch Werkstattleiter bei einer Auftragsschwankung von 100 Arbeitsstunden im Monat bis 5000 Arbeitsstunden im Monat. Wie man das abfängt. Und dann bin ich als Betriebsrat, habe ich die Leiharbeit abgelehnt und als Werkstattleiter musste ich sie fordern. Das ist also eine gewisse schizophrene Situation. Das endete so weit, dass dann der Chef, wenn ich die Tür aufmachte, fragte, in welcher Funktion ich reinkomme. Anspruch und Wirklichkeit ist also nicht immer leicht zusammenzubringen. Was aber gelungen ist, und das haben wir dann versucht, immer die so bestmögliche Bedingung für die Zeitarbeitnehmer rauszuholen. Es ist uns damals, also als ich noch bis 2009 als Betriebsrat war, nicht gelungen, wo dann trotzdem mehrere beschäftigt waren, die dauerhaft zu übernehmen. Da hat Heidrun dann auch mit einigen Methoden einiges bewirken können, im Anschluss später. Aber auch in Berlin ist es halt so, dass Anspruch und Wirklichkeit oftmals weit auseinander geht. Und da möchte ich ein Beispiel nennen, das ist das Thema Rente. Wir hatten den Wunsch, dass alle Arbeit, die gemacht wird, rentenversicherungspflichtig wird. Einfach damit der Anreiz für Arbeitgeber wegfällt, Leute zu 400 Euro und niedriger zu bezahlen. Und die Rückmeldung von Betroffenen war, soll ich jetzt auf das bisschen Geld auch noch Rentenbeitrag zahlen? Das heißt, an dieser Stelle ist es halt leicht, das Gute zu wollen und schwer, es so zu machen, dass es auch verstanden wird. Und in dieser Spannung ist jeder Betriebsrat, gerade wenn es auch um die Arbeitszeit geht, man kennt sein Unternehmen, man weiß, wie schwer es ist, teilweise im internationalen Wettbewerb, teilweise lokal, und trotzdem als Betriebsrat die richtigen Schritte zu machen, dass das Unternehmen zwar nicht gefährdet wird, aber eben auch nicht der Kampf auf den Rücken der Beschäftigten einseitig ist und für uns im Bundestag, dass wir die Forderung, die wir stellen, so stellen, dass nicht wir das Gute wollen und das Schlechte bewirken. Also an dieser Stelle, soweit soll es zum Workshop als Einladung sein. Heidrun würde jetzt noch ganz kurz ein bisschen was erzählen, wie ihr das gelungen ist in den letzten Jahren. Und anschließend, denke ich mal, machen wir eine Diskussionsrunde locker. Und wir wollen es auch nicht am Freitag nicht unnötig in die Länge ziehen. Das heißt, dann machen wir dann einfach Schluss, wenn er kann will. Und vor allen Dingen einkaufen vor 20 Uhr, gell? Das fällt mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich hatte mich eigentlich auch mehr auf eine Diskussionsrunde vorbereitet und gucke jetzt ein bisschen erstaunt in die Menge, die da steht. Viel erzählen wollte ich eigentlich gar nicht. Ja, Leiharbeit ist ein Thema. Inzwischen haben wir ungefähr die Hälfte der Leute reingeholt. Wir haben auch klargemacht, dass es durchaus eine Massenentlassung sein kann, wenn man 10% der Beschäftigten und nur Leiharbeiter abbaut. Das stört. Im Moment sind wir gerade dabei zu verhandeln, wenn uns einerseits das Unternehmen sagt, also für 24 Monate haben wir die Leute jetzt als Leiharbeiter drin, deshalb wollen wir die nie irgendwie fest einstellen und denen nichts anbieten. Das ist ja im Tarifvertrag von der IG Metall drin. Dann habe ich gesagt, okay, dann ist es auch mehr als 3 Monate, dann können wir verlangen, dass die Stellen ausgeschrieben werden. Das verhandeln wir jetzt gerade, ob wir da irgendwo eine Lösung finden, das zu machen. Es war eine schöne Vorlage, wenn Sie sagen 24 Monate, guter Ansatzpunkt. Worüber wir eigentlich diskutiert hatten im Vorfeld, Ralf und ich, wir haben mit Flexibilisierung der Arbeitszeit recht leidvolle Erfahrung. Bei uns liegt es daran, wir sind in einem globalen Unternehmen unterwegs, das hat 150.000 Mitarbeiter weltweit, in Jena halt nur 60. Was heißt, regelmäßig, wenn wir was entwickelt haben, geht es irgendwo nach China und wird dort hergestellt. Das heißt, für unsere Ingenieure, die gehen dann auf 2, 3, 4 oder 5 Wochen nach China und betreuen das.
Das ist ein großes Ärgernis, weil die Leute dort im Allgemeinen 7 Tage die Woche und 12 Stunden am Tag mindestens arbeiten. Dann sind die normalerweise möglichst noch am Wochenende wieder zurückgekommen mit dem Flugzeug, mit Jetlag und allem. Und am Montag früh hat man erwartet, dass die wieder auf der Matte stehen und weiterarbeiten, weil es ja gerade dringend ist und man noch alles Mögliche in der Überleitung zu tun hat. Da haben wir tatsächlich vor reichlichem Jahr eine Lösung gefunden und haben gesagt, okay, wir nehmen jetzt die Regelung, die es im Tarifvertrag für Dienstreisen in Deutschland gibt. Die gibt es tatsächlich bei der IG Metall und übernehmen das einfach für Auslandsdienstreisen. Und seither diskutieren wir also dann immer, was machen wir jetzt mit diesen 100 Überstunden, die da angefallen sind, zahlen wir die aus, lassen wir die Leute tatsächlich nach Hause gehen, da gibt es Diskussionen. Im letzten Jahr hatten wir einen Fall, da ist mir versichert worden, der kann auf keinen Fall ausfallen und wir können den Mann nicht nach Hause lassen und die 100 Überstunden zahlen wir jetzt aus. Erfolg war, 3 Wochen später ist der aus den Latschen gekippt, war 6 Wochen krank, dann ging es auf einmal auch. Das ist eigentlich so ein bisschen das Spannungsfeld, was wir sehen, auch so Diskussionen, wenn jemand 18 Stunden unterwegs ist mit dem Flugzeug, fliegt der jetzt Business Class oder fliegt der Holzklasse. Wer es schon mal gemacht hat, der weiß, was es für eine körperliche Belastung ist, einfach die ganze Zeit zu sitzen. Und da sind wir schon ein bisschen weitergekommen, muss ich sagen, ein Teil der Entspannung kommt einfach daher, dass es keine Leute mehr gibt. Es fällt uns beliebig schwer, ingenieurtechnisches Personal zu kriegen. Wir suchen also schon mal ein Dreivierteljahr nach einer Neubesetzung für eine Stelle. Das ist schön für uns, weil ich dann jedes Mal zur Geschäftsführung sagen kann, wenn wir den Leuten hier nicht faire Bedingungen bieten, irgendwann sagen die, okay, der Stress reicht mir, ich gehe jetzt woanders hin, wo es ruhiger zugeht. Das ist also ein gewisser Vorteil. Wobei ich auch die Erfahrung gemacht habe, je höher die Leute irgendwo im Unternehmen angesiedelt sind, umso größer ist die Bereitschaft, sich selber auszubeuten. Das sieht man einerseits daran, wir haben jahrelang eine Kultur gepflegt, dass Überstunden abgeschnitten wurden. Es gab einen 40-Stunden Überstundenrahmen und die Leute haben 60 gearbeitet und am Ende des Monats sind 20 weggeschnitten worden. Das ist jahrelang akzeptiert worden, das ist harte Arbeit, das aus den Köpfen rauszukriegen, dass das normal ist. Es gibt andere Sachen wie, wir nehmen unseren Laptop mit nach Hause, auch das mache ich dann nach dem Abendbrot nochmal. Ich gucke auch, wenn ich meine Kleidzeit vielleicht doch mal nehme und meinen Tag zu Hause bin, ich gucke natürlich in meine E-Mail, ich bin telefonisch erreichbar und ich mache vielleicht auch abends, und da wird es dann spannend, noch eine Telefonkonferenz mit einem Kunden, der in Kanada oder in den USA sitzt. Verstehe ich auf der einen Seite, weil ansonsten sitzt man halt bis 18, 19 Uhr in der Firma und arbeitet da, um dann noch seine Telefonkonferenz machen zu können. Ansonsten geht man halt vielleicht doch um 5 nach Hause und macht dann 2 Stunden später nochmal was. Das Problem ist bloß, irgendwo lösen sich dann die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben auf. Und das ist eigentlich was, wo ich noch nicht so recht das Patentrezept habe, wo ich jetzt auch eigentlich gehofft hätte, dass jeder mal so ein bisschen aus seiner Erfahrung berichtet, wo habe ich meine Probleme, wofür brauche ich vielleicht eine Lösung, wofür haben wir eine Lösung. Das wäre, glaube ich, total spannend, wenn es jemandem gelungen ist, wie bei uns mit der Betriebsvereinbarung zu den Auslandsdienstreisen, dass man mal wirklich was gemacht hat. Also ich finde es immer ganz toll, wenn einer eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen hat, die schön ist und rund ist und man kann die einfach klauen und kann dann oben nur den Titel ändern und kann die übernehmen. Das wäre jetzt eigentlich mein Ansatz gewesen, einfach mal einen Erfahrungsaustausch zu machen. Wie gesagt, ich hatte nicht mit der Menge gerechnet, aber ich würde mich total freuen, wenn Meldungen kämen. Ja. Nur Mut. Soweit. Arbeitszeitverkürzung sagen. Wir müssen die damit koppeln, dass wir sagen, 10% verkürzen wir die Arbeitszeit, um 10% muss das Personal aufgestockt werden, müssen neue Leute eingestellt werden. Dann denke ich schon, dass wir die Kollegen auf unserer Seite haben. Ich befürchte, das ist was wir auf der betrieblichen Ebene nicht klären können. Das wäre schön, ich meine, das kann ich immer wieder fordern, aber... Tarifvertrag. Ja, Tarifvertrag, stimmt. Also in der nächsten Tarifrunde, hier haben wir einen IG Metall-Vertreter. Ja,
Also es war in der Tat ein sehr guter Ansatz, deswegen will ich mal was dazu sagen. Wir werden am Dienstag jetzt kommender Woche die Tarifverhandlungen im Stahlwerk Thüringen, früher Maxhütte, aufnehmen. Genau das ist unser großes Motto. Wir wollen von 38 Stunden auf 35 Stunden runter, wöchentliche Arbeitszeit. Damit gekoppelt, schon tariflich vereinbart, die Übernahme der Auszubildenden, nicht nur in den nächsten Jahren, sondern als festes Bestandteil der betrieblichen Vorgehensweise. Und haben ausgerechnet, dass wenn wir auf die 35 Stunden runtergehen, circa, um das zu kompensieren, 80 Beschäftigte aufstocken müssen. Wo wir das erste Mal auf der Betriebsversammlung vorgestellt haben, gab es einen riesen Aufschrei der Geschäftsführung, die gleich spontan gesagt hat, das ist der Sargnagel fürs Stahlwerk. So, wir haben aber dargestellt, dass mit dieser Regelung im Zusammenhang mit dem demografischen Wandel, den wir ja alle spüren, ne, wir wissen, wie alt wir alle werden und wir wissen, was sich in den Betrieben aufgrund damals der Treuhandpolitik ja widerspiegelt, ne, dass damals die Belegschaften, die nach der Wende so alle um die 30, 35 Jahre alt waren, ja mittlerweile 20 Jahre, 22 Jahre älter geworden sind. Und in vielen Betrieben sich das darstellt, dass 2/3 der Belegschaft tatsächlich mit einem Ruck fast rauswandern in die Altersrente oder in die Erwerbsminderungsrente, falls sie reinkommen sollten oder nicht irgendwo im Hartz IV landen, weil sie keinen Job mehr haben. Und deswegen haben wir gesagt, es ist die richtige Strategie auch fürs Stahlwerk, eben halt die Forderung aufzumachen, das zu koppeln und auch in der Region dafür zu werben, dass sich junge Menschen, nicht nur junge, sondern auch Menschen, die zum Beispiel jetzt nicht in Arbeit sind, melden können, die wir im Rahmen von einer Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt vor Ort dann auch qualifizieren können, dass die dann ins Stahlwerk mit integriert werden. Das heißt also Arbeitszeitabsenkung nicht auf Knochen der Leute, sondern in Bezugnahme Menschen rein in den Betrieb. Und damit, glaube ich, haben wir strategisch eigentlich eine gute tarifliche Forderung, die sich sicherlich auch in den einen oder anderen Betrieb fortsetzen könnte. Das nur mal als Beispiel. Auch das sollte man, ich sage, denke ich mal, regelmäßig den verantwortlichen Bereichsleitern und auch den Personalverantwortlichen immer wieder klar machen, wenn es erfordert, bei sich in der Firma, ich sage ganz klar, gegenzuhalten ist. Auch die eigenen Mitarbeiter müssen erkennen, wie wichtig das ist, gerade die Wolkenberg für den wissenschaftlichen Mitarbeiter. Auch diese technischen Assistenten, die kriegen 20-Stunden-Verträge, sollen 40 Stunden arbeiten. Das sind Freunde. Vielleicht ganz kurz ein paar Bemerkungen, weil gerade das letzte hier Dargestellte hat mich dazu nochmal animiert. Ja, die Situation ist so und wenn du, Ralf, sagst, und das haben ja auch andere heute schon betont, man muss insgesamt darum sich bemühen, kämpfen, wie auch immer, dass es wieder mehr Solidarität gibt in dem Kleinen unter Belegschaften, aber eben auch im Größeren, dann ist gerade das die Riesenherausforderung und gerechtfertigt ja immer wieder die Frage, ja, wie geht das, was wollen wir tun? Fakt ist aber auch eins, wenn wir nicht uns darum bemühen, diese Kiste mit der Solidarität mehr zu debattieren, dann werden wir schon auf gar keinen Fall Erfolg haben. Und ich sage mal, das fängt ja damit an, was alles für Lügen in dieser Gesellschaft jeden Tag immer wieder von früh bis abend verbreitet werden. Und ich sage mal, wenn ich Leute treffe, darüber versuche ich möglichst zu reden. Gestern Abend steige ich hier ins Taxi ein. Also wie, was tun wir, ne? Und der Taxifahrer, die stehen mit einer langen Schlange. Ich weiß nicht, das würde vielleicht am ehesten, glaube ich, gehört vielleicht zu Verdi, ja, wenn sie denn organisiert werden. Und der sagt natürlich, ach, fährt sie heute nicht ihre Frau nach Hause, sage ich so, das wissen Sie so genau. Naja, wir stehen ja hier in der langen Schlange und wir passen schon immer so ein bisschen auf. Ne? Also wenn man dann weiß, dass ich ein bisschen außerhalb wohne hier in Gera, lohnt sich die Fahrt einigermaßen. Und wenn er jeden Tag aus dem Bahnhof rauskommt, ist die Frage, fährt er heute mit uns Taxi oder nicht? Ne? Und dann hat er mir beschrieben, was er für Arbeitsverhältnisse hat. Dass er also in seinem Auto, ohne natürlich irgendeinen Zuschlag, bei schon katastrophalen Lohnverhältnissen auch noch den Dispatcher mitmachen muss, weil die eine Dispatcherstelle, die da am festen Platz war, die hat sein Unternehmen eingestellt. Ne? Und am Ende haben wir noch lange gebraucht, bis ich so zum Aussteigen dann kam. Ne? Da hat er gesagt, aber was soll man tun, was soll man tun? Und ich habe eben natürlich, das wird vielleicht bei ihm die nächste Zeit immer noch nicht fruchten, ich habe gesagt, na,
vielleicht mindestens organisieren, mindestens an die Gewerkschaft denken, mindestens versuchen, mit anderen was zu machen, wenn es auch ganz schwierig ist, ne? Und deshalb sage ich mal, also neben allem Interessanten, und zwar jeder Beitrag hier interessant, war für mich das Wichtigste, was ich heute gehört habe, dass die IG Metall 500 neue Mitglieder hat. Weil das ist die Frage, wir werden also nur dann sozusagen zu Veränderungen kommen, einerseits, wenn sich mehr Menschen organisieren, und andererseits, will ich mal sagen, organisieren sich aber nun wiederum diese Menschen nur dann und tun was, wenn sie eine Chance auf Veränderung sehen. Und da sind wir in Auseinandersetzung mit dem, was sich jeden Tag abspielt. Denn die wollen eigentlich seit Schröders Basta bei den großen Demonstrationen, wollen die jeden Tag erklären und machen das auch. Es hat sowieso keinen Sinn, dass ihr was unternehmt. Wir machen, was wir wollen. Und jedes Beispiel, was man weiter sagt, dass es doch möglich ist, wie auch der letzte Redner hier vorne, was zu tun, ist deshalb so wichtig, ne? Für Politik ist klar, da ist natürlich wichtig, dass sie vor allen Dingen versucht, auch die notwendige Öffentlichkeit zu schaffen. Wir hatten hier lange Zeit, das betraf auch eine Wachfirma, eine Auseinandersetzung. Da ging es darum, dass nach der neuen Insolvenzordnung sozusagen Gehälter rückgefordert werden können. Ne? Und einer hier aus Gera hat sich aufgemacht und ist vor Gericht gezogen, und den haben wir ein bisschen begleitet, haben dazu mehrfach auch Anfragen an die Landesregierung im Landtag gestellt zu dem Thema und so weiter. Ne? Und der hat einen Sieg gehabt vor Gericht, ja, und zwar auf der ganzen Linie. Das war für den Mann, also wenn man das erleben konnte, was Unwahrscheinliches. Der hat aber auch damit debattiert, dass eben seine anderen Kolleginnen und Kollegen, da waren mehrere noch auch davon betroffen, eben letzten Endes nicht mitgezogen haben. Aber er hat es durchgemacht. Was können wir weiter machen? Wir haben einen Antrag gestellt, unsere Fraktion im Landtag, Bundesratsinitiative zur Veränderung dieser Insolvenzordnung und zur Wiederherstellung des Zustandes, dass eben Gehälter weitestgehend geschützt sind vor solchen Rückforderungen im Zusammenhang mit dem Insolvenzverfahren. Da kriegen wir, war dann im Ausschuss behandelt, dann gab es eine schriftliche Anhörung, die wir gemacht haben. Da schreibt uns die IG Metall, und da sind wir dann bei dem politischen Problem. Und die IG Metall gibt uns in 8 Punkten haargenau recht. Genau die 8 Punkte habe ich in der letzten Debatte im Landtag natürlich noch einmal vorgetragen. Und leider ist es eben in unserem politischen System dann so, da sitzen dann IG Metall-Vertreter innerhalb der Regierungskoalition, und die müssen dann gegen den Standpunkt ihrer Gewerkschaft stimmen, weil die Regierung eben mehrheitlich der anderen Meinung ist. Und die Auseinandersetzung müssen wir auch führen, glaube ich, weil das gehört einfach dazu. Ich weiß, ich will auch niemandem was unterstellen, ich weiß, dass das denjenigen betrifft, übrigens nicht nur eine Partei, also nicht nur der SPD. Ne? Ich weiß auch, dass die da sich damit schwer tun. Ich weiß auch, was die da draußen auf dem Gang sozusagen zu mir sagen, wenn es um solche Fragen geht und wenn wir dort miteinander debattieren. Aber ich sage eben auch, das ist unser großes Problem, sie müssten eben in der Öffentlichkeit mehr und deutlicher erfahren, dass sowas einfach nicht in Ordnung ist, wenn man sich im Parlament so verhält. Das ist schon eine Sache, die mir wichtig ist. Und dann lasst mich ganz zum Schluss noch was Allgemeines sagen, weil das hängt mit allem zusammen, nämlich die Finanzproblematik. Das haben wir ja heute mehrfach gehört, wie es mit der Kommune aussieht. Die Landesregierung will wieder kürzen. Jetzt verhandeln sie ein bisschen hin und her, ne? Aber da ist ja immer klar, was erstmal schon um 100% oder um 50% gekürzt wird, da kommt dann am Ende 25% raus, und das wird noch als große Wohltat sozusagen verkündet. So läuft das ja in etwa ab. Ne? Aber das Problem ist eben, dass jeden Tag allen Leuten erzählt wird, es gibt eine Schuldenkrise. Da redet übrigens niemand darüber, dass zumindest in Deutschland, das mag ich in Übersee ein bisschen anders sein, aber in Deutschland ist die gesamte Wirtschaft eine kreditfinanzierte Wirtschaft. Alle, fast also 90% aller Investitionen, auch im wirtschaftlichen Bereich in der Bundesrepublik, ist kreditfinanziert. Und das ist auch zunächst mal überhaupt kein Problem. Nur dem Staat, dem öffentlichen Gemeinwohlträger, der er eigentlich sein müsste, den will man das immer mehr versagen. Und deshalb kann eben auch eine Stadt wie Gera
keine Kredite aufnehmen und deshalb werden ihr auch weiterhin sozusagen Mittel vorenthalten. Aber dann stellen wir uns hin und sagen, es geht um die Staatsschuldenkrise. Die ist schuld an unserer Finanzmisere. Und da sage ich immer, und da habe ich die Bitte, dass jeder das weiter diskutiert, das ist die größte Lüge, mit der hier durchs Land gegangen wird, weil wir die Banken und ihre Casino-Politik sozusagen staatlich mit Steuergeldern stützen müssen, kommen die Staaten immer weiter in die Verschuldung. Wir bezahlen sozusagen die Zinsen für die faulen Kredite der deutschen Großbanken mit dem allen, im Übrigen auch mit den EU-Hilfen. Und insofern ist es eben nicht die Allgemeinheit, die die Verantwortung trägt, sondern es ist diese Art des Casino-Kapitalismus, die die Verantwortung trägt. Und für die unsere Regierenden und das muss ich eben sagen, vor allen Dingen Schröder und Fischer alles praktisch geebnet haben, weil sie jede Kontrolle aufgelöst haben, weil sie damit bis dahin, dass sie die Krankenversicherung in die Privatisierung treiben, dass sie die Rentenversicherung in die Privatisierung treiben, dass sie 67 Jahre lang die Leute arbeiten lassen wollen oder bis zu 67 Jahren im Lebensalter, dass sie aber die Rente auf 43% runterkürzen wollen. Das ist doch der Zusammenhang und da ist gilt eins, nur was Geschäft macht, geht scheinbar gut in dieser Gesellschaft und das hat eben sehr viel auch mit Arbeitsverhältnissen zu tun und deshalb soll man und muss man und darf man eben den Mut nicht verlieren, an diesen Stellen das immer wieder auch deutlich zu sagen. Ich kann, das will ich nur sagen, Matthias Bär, natürlich auch mit meiner eigenen Partei durchaus kritisch umgehen. Wenn es da Leute gibt, die meinten vor dem Göttinger Parteitag, wir sollen uns aus der Umklammerung der Gewerkschaften lösen, da muss ich sagen, ist mir das unverständlich und unser heutiger, und das ist auch nicht Mehrheits-, also bei Weitem nicht Mehrheitsposition und schon gar nicht übrigens in Thüringen, aber das, was unser Parteivorsitzender hier heute erläutert hat, das zeigt mir, dass es gerade gut ist, dass so ein Gewerkschaftsmensch Vorsitzender der Linken ist. Also ich lege da ganz großen Wert drauf. So. Und um zu dem Casino noch ein Beispiel hinzuzufügen, alle kennen sicher Lehman Brothers, ne, war der große Ausgangspunkt der Krise und da ist jetzt die Insolvenz. Und da gibt es natürlich auch eine deutsche Niederlassungsgruppe dieser Bank. Und gestern gerade wurde veröffentlicht, was der Insolvenzverwalter für das Insolvenzgeschäft in Anführungsstrichen verdient hat. 800 Millionen Euro. Und da muss ich mal sagen, ihr kennt alle die Türme der großen Beraterfirmen Ernst & Young in der Friedrichstraße und wie sie alle heißen und was sie alles schlau ausschreiben. In der Gesellschaft wird so viel Geld vergeudet, dass wir also tausendmal mehr Personalkunden haben, zum Beispiel im Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge, als das der Fall ist. Das sind sicherlich auch ein paar größere Beispiele, aber ich will eben nur sagen, wenn wir nicht auch das mit den Leuten immer wieder versuchen zu diskutieren, dann werden wir nicht dieses Potenzial stärken können, das sagt, da muss es eine Änderung geben. Aber ich weiß, ihr alle hier, ihr arbeitet jeden Tag am ganz konkreten Problemfall, am ganz konkreten Schicksal, dass das auf die Reihe gebracht wird und das ist eben einfach unersetzbar und deshalb bin ich auch froh, dass die alle hierher gekommen sind, die hierher gekommen sind. Schönen Dank. Also ich möchte vielleicht, nachdem wir jetzt die ganz große Politik hatten, nochmal in die ganz kleine reingehen, weil es mir wieder aufgefallen ist. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass alle, die hier sitzen und alle, die wir unterwegs sind und wissen, was alles schiefläuft in diesem Land, selber als Aufklärer unterwegs sind. Dass wir auf der einen Seite den Leuten immer wieder erklären, das funktioniert nicht, von wegen, wenn wir Mindestlöhne einführen, dann fallen die Jobs weg. Kann ich gehen. Ich kann meine Regale nicht in China einräumen lassen, ich kann meine Haare nicht in Indien schneiden lassen und schon gar nicht kann ich meine Gebäude, die hier rumstehen, von Malaien in Malaysia bewachen lassen. Das geht nicht. Diese Arbeitsstellen werden nicht wegfallen, weil die werden einfach in Deutschland gebraucht, gerade die. Dort, wo man es vielleicht verlagern könnte, nämlich der Organisationsbereich der IG Metall, zahlen wir wesentlich besser. Ist irgendwo unlogisch. Und ich denke, das muss man den Leuten, die das glauben, die glauben, da fallen die Arbeitsstellen weg und um Himmels Willen kein Mindestlohn, das muss man denen jeden Tag wieder sagen. Und genauso, glaube ich, wäre es sinnvoll für Leute, die da aus diesen prekären Bereichen kommen, einfach mal die
die Auftraggeber mit ins Boot zu holen, vielleicht mal die Leute dort aufzuklären. Also ich denke, ganz viele, die irgendwo in den Unternehmen arbeiten, wo geputzt wird, wo bewacht wird, die haben einfach keinen Kontakt zu dieser Sphäre, die wissen nicht, was los ist, die sind nicht böswillig. Die wissen einfach nicht, wie es in diesem Bereich zugeht. Also ich weiß, ich bin mit beiden Füßen in die Dreckkiste getreten, als ich erklärt habe, die Leiharbeiter, die bei uns im Unternehmen arbeiten, verdienen einfach nur 60% von dem, was die Angestellten verdienen. Das ist nicht in Ordnung. Da weiß ich, jedes Mal, wenn ich das gesagt habe, ist der Geschäftsleitung der Unterkiefer auf den Tisch geklappt. Aber ich habe es trotzdem gemacht, einfach um die Mitarbeiter, die restliche Belegschaft mit ins Boot zu holen und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Irgendjemand muss er aufklären. Und das wäre eigentlich meine Bitte an euch, wer hier sitzt. Versteht euch als Aufklärer und bringt einfach diese Botschaft immer wieder an, damit wir in der Gesellschaft ein anderes Klima schaffen. Und nicht immer nur geglaubt wird, wir müssen bei den Kleinen sparen und die Hartz-IV-Bezieher, die beuten uns aus und die leben auf unsere Kosten. Das muss einfach raus. Nun, eigentlich sind jetzt die zwei Schlussworte gehalten. Dem ist fast nichts hinzuzufügen, außer, dass ich euch allen danke, dass ihr gekommen seid und vor allen Dingen danke dafür sage, dass die Probleme, die jeder hat, doch angesprochen worden sind, klar geworden sind und das Verständnis zwischen uns jetzt wächst. Und wenn wir jetzt Gemeinsames schaffen, IG Metall, Verdi, NGG oder Bereich 13 bei Verdi, zusammenzuarbeiten und eben das Verständnis zu haben. Und vor allen Dingen, und das ist mir ganz wichtig für die Zukunft, dass in den Betrieben ich in meinem Job, soweit ich an die Öffentlichkeit gelassen werde, also nicht, dass mich keiner lässt, aber es hört halt oftmals keiner zu und die Medien gleich gar nicht, was auch nicht wundert, wem gehören sie schließlich. Aber als Betriebsräte, als Gewerkschafter eben auch bei den eigenen Leuten klar machen, es bringt nichts, auf den da unten zu schauen und denen Schuld zu geben dafür. Und auch wenn er Hartz IV hat und ich sage mal auch für das Nichtstun genauso viel kriegt, nicht der ist schuld daran, dass es ist, sondern der das Hartz IV eingeführt hat und der so wenig Gehalt zahlt. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und wenn wir daran arbeiten, wird man es langsam verbessern. Ich stehe für Fragen auch noch eine Weile zur Verfügung, direkte Fragen. Wünsche euch allen ein gutes Wochenende, dass die Jobs erhalten bleiben, gut bezahlt werden und dass ihr als Betriebsräte und Personalräte euch für die Belegschaften einsetzt, dass wir alle gemeinsam eine bessere Gesellschaft kriegen. Und wenn Interesse besteht, ich hoffe, dann setzen wir das Ganze fort. Nächstes Jahr, nach meiner Wiederwahl, ich bin da ganz optimistisch. Ja. Vielen Dank.